Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Gold Rush, dem Goldrausch Simulator. Und wir haben in der letzten Folge mal die restlichen Maschinen gekauft, die uns ja seit dem Zurückgehen von unserem alten Spielstand gefehlt haben. Heute bin ich nicht allein, das Mini-Flauschi ist ausnahmsweise mal mit dabei, wenn ich hier aufnehme. Und wir fahren zu unserem Claim und stellen das Ding da erstmal schon mal hin. Dann müssen wir jetzt nur auf den Bagger sparen. 28.000 brauchen wir für den Bagger. Hänge ich jetzt hier fest? Warum? Ich muss mal hier die Kamera wechseln. Warum hänge ich Differential nicht drin? Ja, jetzt geht's doch. So, da ist... Achso, das ist irgendein Stromzeichen von irgendwas. Was da jetzt gerade durchluschert. Naja, wir werden sehen. Der Mario hat in die Kommentare geschrieben, ich hätte ja wohl schon zwei von den dicken Kabeln gekauft. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwo noch zwei Stück rumliegen. Das sind nämlich die, wo ich mir eigentlich sicher war, dass wir welche gekauft hatten. Und der zweite... Was ist weg? Jo, super. Der zweite Punkt ist, das Sieb für den Schlauch, über das ich mich bemängelt habe, das gibt's wohl zu kaufen. Und dann sollen die Waschanlagen wohl auch besser funktionieren, beziehungsweise die Pumpe soll dann besser funktionieren. Das werden wir aber zusammen nochmal rausfinden, aber nicht in der heutigen Folge, weil wir müssen unbedingt Gold waschen. Ich will an den Bagger. Aber jetzt wollen wir erstmal das Ding hier abstellen. Und zwar in diese Richtung. Ne, in diese Richtung, genau. So rum. So rum stellen wir es ab. Ne, andersrum. So stellen wir es ab. So. Können wir da... Na, komm her. Böser Hänger. Ist leider nicht ganz so sensibel. Ich muss mal gucken, ob das Spiel inzwischen auch mit dem Lenkrad funktioniert. Jetzt, wo ich ja weiß, wie das mit dem Lenkrad alles funktioniert, kann man das ja ruhig benutzen. So, einmal abmachen. Und dann fahren wir rüber und schließen mal unsere beiden Geräte da vernünftig an. Jetzt haben wir die Kabel, die wir brauchen. Abgesehen, also irgendwo liegen wohl noch Kabel rum hier. Ich sehe da gerade was durchluschern. Aber wir hätten ja so oder so nochmal in den Laden fahren müssen. Also hier liegen... Also irgendwo müssen zwei große Kabel noch rumfliegen. Mal gucken, ob wir die irgendwann nochmal wiederfinden. Jetzt nehmen wir aber erstmal hier ein Starkstromkabel. Wir machen mal alles raus hier. Ich habe noch einen Schlauch drin. Wofür habe ich denn noch Schläuche gekauft? Ich hatte doch genug, oder? Naja. So, wir machen den Hobel natürlich auch aus. So, und dann hat der Mario noch gesagt, dass das Schlittern von den Reifen kommen kann. Dass die Reifen ein bisschen beschädigt sind. So, aber jetzt gehen wir erstmal ins Stromaggregat und schließen mal hier unsere ganzen Geräte an. So, und zwar gehen wir dort ran. Na, was ist denn jetzt kaputt? Legen das erstmal dahin. Holen uns die Verlängerung, also den Doppler, den wir gekauft haben. Und zwar dieses Gerät hier ist das. Das nehmen wir uns. Das können wir uns mal hier hinstellen, da unten auf dem Boden. Dahin. Dann nehmen wir uns unser Kabel. Wickeln das nochmal ein bisschen auf. Daran und daran. Und dann nehmen wir das Kabel von da drinnen. Ne, das müssen wir zurückverfolgen. Das geht hier rüber. Geht dann hier ran. Das wickeln wir dann auch einmal auf. Damit das hier nicht so ganz wild durch die Gegend rumfliegt. So. Ihr hört das im Hintergrund. Das Kind ist sich die Nase am Sauber machen. Super, mein Schatz. So, und dann schließen wir das Ding hier an. Da. Nehmen wir ein zweites Kabel. Und können dann auch das Ding hier vernünftig anschließen, beziehungsweise können das auch mal umstellen. Dass das hier nicht mehr so ganz blöd steht. Soll man das auch einstellen? Können wir eigentlich machen, oder? Stellen wir das Ding auch rein. Dahin. Jetzt kann man an den Stromkreislauf nicht mehr ran. Dann stellen wir jetzt hier an der Wand, stellen wir es da. Dahin. So, zack. Und dann legen wir da das Kabel noch an. So. Ja, mal Kabel haben wir noch. Wie gesagt, ich muss mal im Video gucken, wo ich die blauen Kabel abgelegt habe. Aber irgendwo liegen noch zwei Stück. Irgendwann suchen wir die auch.
Und brauchen die bestimmt auch. So, jetzt habe ich das Ding beinahe umgeworfen. Objekt must be on flat surface. Okay, also müssen wir hier zuerst anschließen. Einmal da. Und dann ziehen wir uns das Ding hier rein. Must be on a flat surface, okay. Das heißt nochmal zusammen, wir müssen es doch rausstellen. Ah, kommen wieder zu nix heute hier. Also raus, raus mit dem Teil. Raus mit dem Teil, komm her. Magnetitseparator, stellen wir mal hier dann einfach da mal hin. So, jetzt geht's mir hoffentlich nicht mehr auf den Keks. So, nehmen wir das Stromkabel. Schließen das da an. Und nehmen dann auch noch den Wasserschlauch dazu. Gleich. So, dann können wir nämlich alle Geräte gleichzeitig betreiben. Ohne dass wir groß umstöpseln müssen. Dann sind wir nämlich wesentlich schneller. So, also da nochmal hin. Zack. Und dann würde ich sagen, einmal noch drunter stellen. Gehen wir schürfen. Also, da brauchen wir erstmal nur die Wasserpumpe. Was denn? Also, die Wasserpumpe machen wir an. Dann schaufeln wir mal wieder ein bisschen. Wo ist denn mein... Mir fehlt ein Eimer wieder. Mann. Der Rama kriegt auch noch nichts auf die Reihe. Da steht er. Den brauchen wir noch. Kann man gleich befüllen, brauchen wir es gleich nicht mehr machen. Und dann wollen wir heute zumindest mal eine Runde hinkriegen. 28.000 ist das Ziel. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 11 Unzen. Ne, 11, 14, 14 Unzen brauchen wir. Ne? Ah, wir sollten den Schlauch anschließen, sonst wird das nichts. Aber können wir gleich machen. Ups. Oi. So, da. So, jetzt läuft das Ding auch durch. Wunderbar. Kann jetzt schürfen, bis wir schwarz werden. Was möchtest du? So. Ziemlich tiefes Loch hier schon gebuddelt inzwischen. Ja, klein viel können wir nachher noch machen. Eigentlich auch in das Ding? Ne, nur in die Eimer. Aber in die Eimer geht immer nur eine Schaufel rein. Bucket ist voll, ja, haben wir eh schon Wasser drin. Ne? Könnt ihr eigentlich meinen, jetzt läufst du mit dem Bucket los, machst da 4-5 Eimer rein und kippst das da rein und dann wäschst du das. Aber das geht leider nicht so einfach. Dass wir heute mal zumindest auf 5 Unzen ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen hier mit dem Schaufeln. Das wird ein bisschen länger dauern. So, dann lüften wir mal hier rüber, machen da weiter.
War aber ziemlich lange die Runde. Nachher müssen wir auch noch laufen. Wahnsinn. Also wie gesagt, wenn wir das nächste Mal in die Stadt fahren zum Einkaufen, dann kaufen wir auf jeden Fall mal so ein Sieb für die Pumpe. Weil dann schmeißen wir auch spätestens die große Waschanlage an. So, zwei Schaufeln gehen noch. Eine. Und die letzte. Dann können wir die Dinger waschen. Machen wir hier erstmal das Wasser aus. Lauf fertig hier jetzt. So, einmal. So. Finde ich inzwischen eine schöne Funktion, dass das wirklich nur einmal eintauchen geht. Das habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. So, gehen wir das Zeug waschen. Erstmal den Magnetitabscheider. Müssen wir aber Strom auch anschmeißen. So, da. Bitteschön. So, da rein. Wie, geht nicht? Wo ist mein Gold jetzt hin? Achso, ich habe das Ding noch gar nicht angemacht. Ah, ja, klar. Da kann es auch nicht funktionieren. Jetzt läuft er durch. So. Kommt der Dirt mit raus? Also optisch gesehen kommt das Zeug raus. So, dann da rein das Ganze. Und dann sehen wir auch schon, wie unsere Unzen wieder nach oben schießen. Dann machen wir noch einen Waschgang. Gleich Wasser wieder anschließen. Nicht vergessen, Rama. Nicht vergessen. So, das waren 1, irgendwas Unzen, also auch nicht viel. Also wir haben hier noch ordentlich zu buddeln. Da könnt ihr, kann ich euch versprechen. Da geht's weiter. Wir schon alles wegbuddeln hier. Aber einzelne Haufen können wir nachher immer noch raussuchen. Ja, wir wollen hier Gold schürfen. Ist ein bisschen mühsam mit dem Schaufeln, aber das muss, da müssen wir durch. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal so einen fetten Klumpen hier. Schade, dass man hier nicht so einen kleinen Bagger herfahren kann oder so. Das geht halt einfach nicht, das ist durch die Zäune und so halt einfach stark reglementiert.
wahrscheinlich auch nicht viel zu erzählen zum Schaufeln, weil ihr seht ja, was ich mache. Das ist nicht viel. Aber dann können wir zumindest mal heute mit einem Ergebnis von zwei Waschgängen hier rausgehen. Dann kommen wir jetzt gleich bei 8 Unzen vielleicht an. Mehr werden es nicht sein. So, letzte Schaufel. Machen wir das Ding wieder sauber. Na, verkehrt Knopf. E. So. Ajops. Achso, jetzt habe ich das ganze Ding aufgenommen. Wollte ich jetzt gar nicht. Den da wollte ich aufnehmen. So. Dann haben wir das. Schmeißen wir rein das Zeug. Alles leer. Und ab dafür. Ihr seht hier unten, optisch läuft Dirt mit rein. Ah, ich bin schon gespannt, wenn wir das hier endlich abtragen können, da hinten alles. Ganzen Rotz da wegmachen. Wenn wir noch richtig Spaß haben. So, der ist fertig, sagt er. Gehen wir damit in unser Zelt und hauen es in den Waschtisch. So, und dann werden wir jetzt ja sehen, wie wir, wo wir stehen bleiben. Also die 8 schaffen wir wohl. Da sind die 8. Oh, fast 2 Unzen mit dem Waschgang. Fertig, da ist fertig, hast du recht gehabt. Machen wir mal aus das Teil. Machen wir den da draußen auch aus. Den da. Stellen wir den einmal schon mal wieder drunter. Und dann machen wir den hier auch noch aus. Müssen wir eh bald mal wieder nachtanken, die Geräte. Den noch aus. Und dann haben wir das ja soweit geschafft jetzt. Also 8 Unzen haben wir, 14 brauchen wir, also in der nächsten Folge machen wir nochmal 2-3 Waschgänge, dann sind wir durch. Vielleicht nochmal das mit den Kabeln, das muss ich echt nochmal gucken, was ich da veranstaltet habe, wo diese Kabel hin sind. Wo ich die hingeschmissen habe. Im Zelt sind sie ja auch nicht. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn wir hier weiter rumklönen. Ansonsten heute Abend 21.30 Uhr. Wir haben jetzt den 8.1. spielen wir Euro Truck Simulator und dazu seid ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen. Und ich würde dann sagen, bis dahin von mir ein gepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen und wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.